Dir, Michael, ist es zu verdanken, dass ich heil und gesund wieder zurückgekehrt bin. Ich stehe tief in deiner Schuld. Obwohl das Ganze recht schockierend war, konnte ich doch einige interessante Dinge in diesem Labor erfahren. Zuallererst Team Krypso. So oft schon gelesen und dann verspreche ich mich. Egal. Zuallererst. Team Krypto existiert noch. Die Tatsache ist eigentlich schon alarmierend genug, aber was noch viel schlimmer ist, sie erschaffen wieder Krypto-Pokémon. Und das Schlimmste daran ist, dass sie das ultimative Krypto-Pokémon erschaffen wollen. Ein Krypto-Pokémon, das nicht mehr erlöst werden kann. Das haben wir jetzt aber schon ein paar Mal gelesen, ne? Vor allem dieses XD-001. Team Krypto versucht offenbar wieder, die Weltherrschaft zu erlangen, indem es Krypto-Pokémon als Waffe einsetzt. Um diese perfide Krypto-Verschwörung aufzuhalten. Muss ich mal kurz in den Raum? Hallo? Professor Klein? Yolanda? Wir haben es geschafft! Der Kryptorbus ist endlich fertig! Oh, tatsächlich? Oh, fantastisches Timing. Es ist endlich vollendet. Yolanda, vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie mich in meiner Abwesenheit so gänzlich, so glänzend vertreten konnten. Dankeschön. Okay, die Zeit drängt. Sehen wir uns alle mal diesen Kryptorbus an. Gehen wir. Okay, ich war direkt nebenan, aber ich gucke hier nochmal. Hier ist nichts Neues. Okay, alles klar, wir gehen. Wir gehen rüber. So, da stehen sie wieder alle. Sieh ihn dir genau an, Michael. Das ist der Kryptorbus. Michael, dein Vater und ich haben vor 5 Jahren dieses Ding entworfen. Auslöser war dieser Krypto-Vorfall. Mein Vater? Naja. Wir werden bestimmt noch erfahren, was unser Vater da genau damit zu tun hat. Und vor allem, wo er gerade ist. Falls skrupellose Menschen wieder versuchen sollten, Krypto-Pokémon zu verwandeln, wollten wir selbst in der Lage sein, sie zu retten. Michael, dein Vater hat fest daran geglaubt. In Gedenken an den Traum deines Vaters gründete ich dieses Pokémon-Hauptlabor. In Gedenken? Heißt das, Papa ist jetzt nicht nur Zigaretten holen? Michael, wenn dein Vater noch hier wäre, wäre er sicher überglücklich. Als ich weg war, unterstützten offenbar alle Yolanda und ermöglichten, dass dies geschaffen werden konnte. Ich bin stolz auf euch alle. Nun gut, Michael. Du wirst uns den Weg weisen. Die ruhmreiche Geschichte des Kryptorbes wird mit dir beginnen. Doch wenn Sie bitte erst so gütig wären und erklären, wie der Kryptorbus funktioniert? Ja, okay, selbstverständlich. Gut, Michael, hör bitte genau zu. Der Kryptorbus ist ein System, mit dessen Hilfe ein Krypto-Pokémon in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren kann. Der Erlösungsprozess, der das gewährleistet, findet in einem Forum statt. Dort kommt ein Krypto-Pokémon in Kontakt mit intakten Pokémon. Das Krypto-Pokémon wird im Zentrum des Forums platziert. Um das Krypto-Pokémon können dann bis zu 4 intakte Pokémon gesetzt werden. Wir haben hier 9 dieser Foren. Das heißt, wir können bis zu 9 Krypto-Pokémon gleichzeitig erschaffen. Retten. Eines solltest du in jedem Fall beachten. Der Erlösungsprozess wird nicht eingeleitet, wenn du ein Krypto-Pokémon allein in einem Forum setzt. Die Krypto-Erlösung funktioniert nur, wenn sich mindestens ein intaktes und ein Krypto-Pokémon in einem Forum befinden. Es ist von höchster Bedeutung, wie viele Pokémon in welcher Anordnung um ein Krypto-Pokémon platziert werden. Reden wir zunächst mal über die Zahl der platzierbaren Pokémon. Je mehr intakte Pokémon du in
um ein Krypto-Pokémon einsetzt, desto schneller ist der Erlösungsprozess. Können wir nun zur Kompatibilität der Pokémon. Sie hängt zu einem von den Typen des beteiligten Pokémon ab, wie auch von der Richtung, in die sie wirkt. Wenn du unterschiedliche Kombinationen ausprobierst, wirst du erkennen, wie sich das Tempo eines Erlösungsprozesses ändert. Wenn du noch mehr Informationen brauchst, stehe ich dir später gerne zur Verfügung. Aber sieh dir bitte erst einmal selbst das Ganze an. Alter, das war jetzt sehr viel Input. Der Kryptorbis ist bereit. Wir können beginnen. Stell dich auf die Kreisfläche und drücke A. Dir wird das Hologramm von Pokémon im Erlösungsprozess gezeigt. Und das wird passieren, wenn sich Pokémon in einem Forum befinden. Wenn du ein Hologramm aufrufst, kannst du jedes beliebige Forum öffnen. Und in jedem Forum kannst du die Konfigurierung jederzeit ändern. Eine Schaltfläche wird eingeblendet, auf der du das Pokémon ausgewählt hast, das du in einem Forum gesetzt hast oder setzen möchtest. Wenn du mehrere Pokémon hast, kannst du sie in einem Forum kombinieren. Du wirst das alles schnell begreifen, wenn du es erst einmal ausprobierst. Keine Sorge. Ja, und wenn ihr aufhört, mich voll zu quatschen. Lass mich doch mal machen hier. Außerdem werden wir dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, falls du Hilfe brauchst. Sieh dir das bitte mal genau an. Ja, bitte. Lass mich das mal machen. Ich will's mal ausprobieren. Scheiß auf Tutorial. Entschuldigung. Ich will's einfach jetzt mal machen. So, ein Forum. Okay, gut. PT. Wir können auch direkt dann drauf zugreifen. Finde ich sehr gut. So, das Problem ist, wir haben leider nur Krypto-Pokémon. Wir sind natürlich ein bisschen ungünstig dann. Aber gut, greifen wir mal auf das... So, nehmen wir mal... Warte mal, wie kriegen wir das denn hin jetzt? Hä? Warte mal. Ich kann jetzt nur beenden. Warum? Eins. Ablegen? Ja, ablegen in Box. Das ist auch wieder doof. Hä? Ihr habt mich jetzt vollgequasselt mit euren bescheuerten Anordnungen und Typen und hier und da, aber jetzt muss ich mal ganz kurz die freilassen. Ja, sicher. Freilassen würde ich auf keinen Fall nehmen. Markieren, ablegen, richtig. Ja, richtig ist nicht der. Hä? Erlöst. Ich hab's gleich. Kleinen Moment, ich hab das schon mal gemacht. Weiter bearbeiten? Nein. Warte ganz kurz. Tauschen. Das war's definitiv nicht. So, jetzt habe ich's. Okay. Absetzen. Wunderbar. Dieses Pokémon ist bereit, sein Herz vollends zu öffnen, aber du brauchst wenigstens ein intaktes Pokémon. Ja, das ist schon klar. Gut. Flamara, mein Freund. Komm mal hier ran. So. Das sollte jetzt eigentlich schon reichen. Beenden. So. Die Tür zum Herzen von Seemops ist offen. Seemops erinnert sich nun wieder an die Attacke Aurora-Strahl. Ja, das ist ja immer eine gute Eisattacke.
Seemoth erinnert sich nun auch wieder an die Attacke. Scham. Oh, du kleiner Schambolzen. 2795 Erfahrungspunkte. Ja, geil. 18. Und Level 19. Seemoth versucht, Body Slam zu erlernen. Gut, dann vergiss Charme wieder. Ja. Wunderbar. Und Level 20. Jawohl. Kein Kosenamen für Seemobs, aber immerhin ist es wieder auf dem PC. Und ich würde das Ganze gerne noch weiter fortführen. Wie gefällt dir der Kryptorbis? Mit diesem System lassen sich mehrere Krypto-Pokémon gleichzeitig retten. Ach, du hast übrigens von jedem PC aus Zugriff auf den Kryptorbis. Das solltest du mal ausprobieren. Unser nächstes Ziel ist es, die Krypto-Pokémon aus den Händen von Team Krypto zu befreien. Es scheint, du musst die Krallmaschine auch weiterhin einsetzen, Michael. Ja, das glaube ich. Das mache ich. Ja, kein Problem. So. So, du kommst einmal wieder zurück ins Team. Das wäre mir sehr lieb. Obwohl, jetzt hätte ich Flamara auch direkt da an der Position lassen können. Das wäre jetzt wieder ein bisschen ungünstig gewählt von mir. Aber egal. Dann darfst du das jetzt machen. Dann hast du jetzt die Ehre. Viel Spaß damit. So. So, und nochmal. Aber es macht sich eigentlich ganz gut, dass wir Ladybug jetzt trotz allem erlöst haben. Dann kann es ja halt trotz allem einen gewissen Effekt auf das nächste Krypto-Pokémon ausüben. So, die Tür vom Herzen, von Ladybug ist geöffnet. Es ändert sich an Psychstrahl. Interessante Attacke für dich. Aber gut, meinetwegen. Und die Attacke Heilung. Yay. Und du erreichst Level 11. Das ist schön. So, kein Spitzname für Ladybug. Ja. Ich würde gerne nochmal drauf zugreifen. Dankeschön. So, bearbeiten. Die Musik ist hier aber auch ein bisschen merkwürdig. So. Gut, dass das Forum keinen Schnellbutton hat, warum auch immer. So, Inekoro, was ist mit dir? Hast ja eigentlich ganz gute Werte. Attacke Schambolzen. Wirkt bei Kontakt betörend. Bist vom Typ normal. Also einen Feentyp gab es ja halt damals noch nicht in der dritten Generation. Jetzt natürlich die Frage, was wir als nächstes machen können hier. Oh, ich könnte vielleicht mal die Holzkohle hier abnehmen. Das wäre vielleicht mal von Vorteil. Das machen wir. Pass auf. Das dauert zwar jetzt ein bisschen, aber ist mir jetzt auch egal. Wir können ja Magnaien auch noch mit reinsetzen. Schauen wir mal. So, Tempo geht hoch. Helferlein hilft bestimmt auch wieder. Ja, guck mal hier. Was wir von Anstieg hier macht. So, das wird nicht lange dauern. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt erstmal so. Willst du beenden? Ja. Ja. Reicht das? Nein. Also wenn ich jetzt A drücke, dann wird die Erlösung noch nicht aktiviert. Aber ich würde sagen, das lasse ich jetzt wirklich so. Und warte jetzt einfach drauf, dass der Murzel dann auch fertig ist für die Erlösung. Ach, was soll ich denn jetzt noch tun? Meine Knie zittern. Ich fühle mich so euphorisch. Bitte sag mir von jetzt an Bescheid, wenn du den Kryptorbis nutzen möchtest. Was? Nein, dann mache ich so. Brauche ich doch keine Erlaubnis für.
Der Laborchef ist heil zurückgekehrt und der Cryptorbis ist vollendet. Endlich können wir verschnaufen. Als dein Vater von uns gegangen war, setzte Professor Klein und ich seine Studien fort. Wenn dein Vater jetzt nur sehen könnte, er wäre überglücklich über das Ganze. Der Cryptorbis ist echt lustig. Mit dem bunten Drehding da. Ich will auch mal damit fahren. Ob der Professor mich mal fahren lässt, wenn ich ganz lieb bin? Lass das, lieber Kleiner. Ach, du hast übrigens von jedem... von jedem PC aus Zugriff. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. So, ich glaube, von dir habe ich noch nichts gehört. In Ordnung, Michael. Alle Systeme sind bereit für den Erlösungsprozess. Dieses kriminelle Pack war wegen seiner Forschung zum Erlösungsprozess an unseren Laborchef sehr interessiert. Sie wollen seine Forschung dazu missbrauchen, dass Krypto-Pokémon nie mehr gerettet werden können. Das ist unverzeihlich. Ja, das ist wahr. Und was sagst du? Heitera! Heitera ist immer heiter. Das finde ich süß. Gut, jetzt ist die Frage, reicht es, wenn ich rumlaufe? Oh. Apropos Team Krypto. Yolanda, ich bin mit der CD-ROM, die wir aus dem Krypto-Labor gebracht haben, schon bist du damit schon vorangekommen? Oh ja, ich habe Decodi die CD zur Datenanalyse übergeben. Ach, Decodi war doch der eine Typ oben, glaube ich, ne? Der Name kommt mir so mysteriös vor. Cody kenne ich ja noch, aber Decodi nicht. Na, egal. Ich habe ihm die CD übergeben. Er sollte bald fertig sein. Michael, könntest du hochgehen und Decodi fragen, wie weit er gekommen ist? Decodi sitzt meistens im Raum neben dem Büro des Laborchefs. Erinnerst du dich? Er hat die Basisdaten zusammengestellt. Cody ist müde, deshalb werde ich hingehen. Nein, Sina. Das ist wirklich nur für die Arbeit. Wo ich die kleine, übermütige Sina sehe, weiß ich noch, dass ich zu Hause bin. Naja, ich frage mich, was auf der CD ist. Oh, Sina, sie ist einfach nicht zu stoppen. Bitte, Michael, geh nach oben ins Büro zu Decodi und frag ihn, wie weit er gekommen ist. Gut, machen wir. Bevor Sina noch irgendwas kaputt macht, gehen wir da selber mal hin. Unsere Pokémon holen wir dann gleich aus dem Team, ins Team wieder zurück. Ich meine, Decodi war doch hier, der hier, ne? Hi. Ach nee, gar nicht wahr, das ist doch der andere Wissenschaftler. Ich fürchte, hier im Pokémon-Hauptlabor findest du keinen ebenbürtigen Gegner mehr. Ja, gut. Du müsstest das gewesen sein, ne? Du hast dich einfach mitten unter diese Verbrechertypen gewagt? Das hat dich sicher super stark gemacht. Ich würde sagen, das Training in meinem Kampfsim-System hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja, ich weiß, das klingt etwas angeberisch. Aber stimmt es nicht auch, das so ein bisschen? Was meinst du? Übrigens, bei der Erforschung der Krypto-Pokémon haben wir einige interessante Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel einen besonderen Zustand bei Krypto-Pokémon, den wir Kontra-Modus nennen. Möchtest du etwas davon erfahren? Nein, danke. Bist du sicher? Nun, ich habe eine Menge interessante Informationen für dich. Nee, du, das habe ich selber herausgefunden. Und ich habe wirklich gedacht, das wäre jetzt Cody. Aber anscheinend muss ich erstmal meine kleine Schwester wiederfinden. Bestimmt hat die schon den Cody voll gequatscht. Da bist du ja. Ist die Cody nicht der Mann, der immer wie bekloppt auf seinem Computer rumtippt? Das ist aber komisch. Wo ist der Typ? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn der Typ? Hi. Lass mich nachdenken. Decodi. Er ging vor kurzem nach unten. Er sah irgendwie bedrückt aus. Seit wann ist das Kekleon hier? Okay, Decodi ging nach unten. Er sah bedrückt aus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht macht's. Na, hier ist der Wohnbereich, ne? Da wird er wohl kaum drin sein. Da ist das Mädel mit dem Kirlia.
Ich sah die Cody draußen vor dem Labor. Er sah ziemlich zerknirscht aus. Was hat er wohl? Ich wusste es. Ihr Versteck ist im Südosten. Dann haben sie also heimlich das verlassene Labor benutzt. Das war ziemlich clever von denen. Nein, eigentlich ist es auch ziemlich dumm von den öffentlichen Behörden, wenn man mal so sagen darf. Dass die nicht da irgendwie mal ein bisschen aufgepasst haben, das stillgelegt haben, zu betoniert oder was auch immer, weggesprengt. Na egal. Wo ist denn der? Wo sind die Kuli? Steht hier auch nicht rum. Ah, da! Was ist mit dir? Hi. Es tut mir leid, Professor. Ich konnte den Code einfach nicht knacken. Wie? Achso, du bist ja Michael. Entschuldigung. Du hast mich ganz schön erschrocken. Diese CD-ROM ist fast so gut gesichert wie Fort Knox. Da bräuchte man schon ein Computergenie, um das zu entschlüsseln. Ein Computergenie, sagst du? Oh, Professor. Ich habe sie wohl so enttäuscht. Ach, das ist alles halb so schlimm. Denn wenn wir ein Computergenie brauchen, nun, da wüsste ich vielleicht jemanden. Und wer könnte das sein? Michael, es tut mir leid, dich damit zu behelligen, aber könntest du die CD-ROM zum ONBS nach Piritus bringen? Decodi, händigen Sie Michael bitte die CD aus. Oh, natürlich. Hier. ONBS ist als TV-Sendeanstalt bekannt, die aber viel mehr ist als das. Die Leute, die ONBS gründeten, waren maßgeblich am Zerschlagen von Team Kryptos Plänen vor 5 Jahren beteiligt. Bitte übergib für Byte unseren guten alten Byte und Lenny lese ich da auch. Geil! Bitte übergib Byte von ONBS die CD-ROM. Er ist die rechte Hand von Lenny, dem Leiter des ONBS. Ich bin sicher, er wird die Daten auf der CD-ROM entschlüsseln können. Der gute alte Byte, den habe ich total vergessen. Ja, natürlich. Wen auch sonst? Imperitus. Liegt unterhalb von Emerite. Ja, unter, also südlich. Ist weit entfernt, also sei vorsichtig, wenn du dorthin gehst. Gut, machen wir eh im nächsten Part. Ich gucke jetzt erstmal, wie weit die Pokémon jetzt endlich gekommen sind. Ich habe jetzt keine Meldung bekommen, vielleicht dauert das ja doch noch so ein, zwei Minütchen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Rumrennen jetzt was beigebracht hat oder wie die Minutenzahlen. Wie haben wir das denn jetzt? Ich sehe jetzt keine Veränderung. Gut, ich haue euch erstmal jetzt alle wieder ins Team, bis auf Ladybar. Ja, Kamaup hat jetzt ein bisschen was dazu bekommen. Ach ja, ich wollte ja die Holzkohle von Kamaup noch. Gut, mache ich lieber noch schnell. Moment. So, Holzkohle weggenommen. Die kriegt dafür Flamara, selbstverständlich. Ich mache das mit Samurzel ein bisschen anders. Ich werde jetzt auf der Stelle rumlaufen, denke ich. Weil mir das schneller erscheint. Und ja. Dich lasse ich jetzt erstmal da. So, im allerschlimmsten Fall kann ich auch ein paar Essenzen demnächst mal kaufen. Ach, jetzt haben wir keinen Raub im Team. Also, gut, wir haben das jetzt nicht so lange ausgenutzt, das ist klar, aber trotzdem. Ich würde sagen, ich mache das wieder wie vorhin im Labor, da bin ich ja einfach auch nur mal so auf der Stelle rumgelaufen und das hat für Ladybar eigentlich sehr gut gereicht für die letzten paar Zentimeter,
beim Kryptometer. Ja, und es tut meinen Beinen eigentlich auch ganz gut. Also warum sollte ich das nicht auch mal tun? Ne? So. I do it for the ice cream. tja. Meine Lieben, ich würde sagen, das war jetzt ein... Es war ja sehr viel Input auch, sehr viel dazugelernt. Wir haben eine neue Möglichkeit, die Krypto-Pokémon zu erlösen. Wenn wir jetzt keinen Bock haben, bei Emerite da das Sanktuarium aufzusuchen, vor allem wenn wir das wirklich von jedem PC aus machen können, ist das natürlich umso praktischer. Ja, Professor Klein ist jetzt endlich wieder in Sicherheit und als nächstes geht's dann nach Pyritus. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ja, ich renne jetzt weiter so meines Weges, bis wir zur Erlösung kommen. Wann kommt denn endlich mal? Endlich die Erlösung. Ich will auf die Couch. Naja, gut. Ich sag dann mal... Ach! Ich wollte gerade sagen, ich sag dann mal bis zum nächsten Part. Aber ja, hat jetzt auch schon gereicht. Wunderbar. Gut. Ich hoffe, die paar Minuten war jetzt nicht weiter schlimm für euch. Ist ja jetzt nur kurz, ist ja nur für auf die Schnelle. Dann haben wir das nämlich auch. Ja. Ja, schon klar. So. Bitteschön. Weil ich muss sagen, beim Sanktuarium im Emerite fand ich es deutlich epischer als hier. Auch wenn wir leider jetzt nicht mehr Celebi tanzen sehen dürfen. Weil vielleicht finden wir ja noch eine Zeitflöte. Wer weiß. Vielleicht finden wir ja eine. Vielleicht liegt hier noch irgendwo eine rum. Hauptsache, wir haben das Herz von Samurzel geöffnet. Es erinnert sich dadurch auch an Gigasauger. Wow, schöne Attacke. Sehr schön, sehr schön. Und es erinnert sich an Attacke Heilung. 667 Erfahrungspunkte, okay. Es erhält ein Band. Kein Level Up. Okay. So. Weißt du was? Ups, nein. Nein, 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 nein. Steuerung ist schon ein bisschen knifflig. Aber weißt du was? Ich wollte eigentlich eher sagen, wir packen hier mal das Kamaup rein. Und ich weiß nicht, ob ich mit Enikoro glücklich werde, aber ich versuche das jetzt erstmal. Im allerschlimmsten Fall tausche ich das eben aus. So, gucken wir mal. Aber ich finde es schön, wir können bis zu 9 Krypto-Pokémon nacheinander erlösen und ja, vielleicht kriegen wir ja wirklich noch was, wenn wir alle Krypto-Pokémon erlöst haben. Ich muss gestehen, ich weiß es leider gar nicht mehr. Ich meine, theoretisch stand uns ja auch die Möglichkeit, dass wir ein Krypto-Togetic bekommen, wenn wir alle Krypto-Pokémon in Kolosseum gekrallt hätten. Das habe ich ja leider ein bisschen verbockt. Mal gucken, was sich hier so ereignet. Vielleicht kriegen wir hier, keine Ahnung, Mew oder so. Ich würde sagen, das finden wir dann demnächst mal heraus. Ich freue mich, dass du Gigasauger nun wieder kannst. Stärke 60, aber immerhin. Geheimpower. Boah, gut. Warte mal. 11 Erfahrungspunkte hättest du noch gebraucht. Ja, weißt du was? Die holen wir dir dann im nächsten Kampf. Damit sich Samurzel möglichst bald zu Blanas entwickelt. Und dann können wir es auch direkt mit einem Blattstein versorgen. Und so langsam nimmt unser Team dann wirklich Form an, glaube ich. Aber bevor ich jetzt weiter quetsche. Und ich langsam wirklich einen trockenen Schnabel bekomme. Ich muss wirklich mal was trinken. Ich bin echt dehydriert langsam. Vor allem nach dem vielen Input. Mache ich jetzt mal eine Pause. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.